So, herzlich willkommen zurück, Leute, bei Dawn of War Soulstorm. So, was machen wir? Wir wollten ja jetzt hier diese Base nur mit unseren Starteinheiten angreifen, weil wir das können. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund hört, aber ich habe eine neue Zeiteinstellung. Und zwar bin ich von meiner Handy-Uhr, die vorher erst immer stumm war, runtergegangen auf eine Eieruhr, die so richtig schön laut tickt und mich dann auch benachrichtigt, wann die 15 Minuten um sind, damit mir solche Fauxpas mit 17 Minuten, 18 Minuten, 1000 Minuten einfach nicht mehr passieren. Deshalb mache ich das jetzt über diese Bimmeluhr. Kann sein, dass ihr die im Hintergrund manchmal ein bisschen leise hört. Ich habe es getestet. Es sollte eigentlich nicht zu hören sein. So, die Orks hier haben ja keine Chance gegen uns. Das wird auch verdammt nötig sein. Ich bin immer wieder beeindruckt von der Architektur der Orks, wie die wirklich jedes Gebäude hier zum Ballern bringen können. Da ballert alles, egal was es ist. So. Das macht ihr alle wunderbar hier. Der Spieler wurde... Achso, das sind zwei Basen, weil hier zwei angreifen. Na, dann müsste der andere doch weiter unten sein hier. Schauen wir mal nach. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob diese Eieruhr richtig geht. Ich werde das dann wahrscheinlich erstmal nach dieser Folge Revue passieren lassen und dann mal sehen, ob ich das Ding weiter benutze. Aber ich denke, das interessiert euch so sehr wie... Ja, das interessiert euch halt nicht, ne? Okay. Hier sind die Lümmel schon mal nicht... Das bedeutet, dass die nur irgendwo hier zwischenstecken könnten. Und meine Mandrax haben natürlich den Befehl, die Basis, die Position hier zu erobern, natürlich abgebrochen, nachdem ich ausgemacht habe. Das ist leider so ein Bug, dass die hier öfter mal machen. Wir lassen uns davon aber nicht aufhalten. Und ich frage mich, wo jetzt der zweite Ork ist. Ich denke mal hier so, wahrscheinlich in dem Gebiet. Oder hier, entweder hier unten, was ich natürlich nicht hoffe. Da sind Orks. Dann erstmal Ruf auf die Orks. Natürlich sind die lumpigsten Einheiten allen voran hier. Hellion und Elder Jetbike. So, da kommt der Warboss. Die... Kommandoeinheit der Orks. Oh, die Mandrax hauen aber ganz schön. Haben aber ganz schön viele Probleme mit denen. Was man übrigens sagen muss zu den Orks, was die Ork-Spielweise auch so unglaublich cool macht, ist. Egal wie stark die angeschossen werden, die verlieren kaum Moral. Da kann, was weiß ich, für ein Getümmel sein, die kriegen die Moral nicht klein. Höchstens jetzt im allerschlimmsten Gefecht, dann geht die Moral mal wie hier jetzt runter, aber wenn man die natürlich selber spielt auf einem bestimmten Schwierigkeitsgrad, dann sollte das eigentlich nie der Fall sein. So, ich hatte recht behalten, dass die Orkbase hier ist. Wir verhauen die jetzt noch ein bisschen und dann ist das auch schon hier wieder fertig. Ihr sollt bitte alle auf die Orkbase gehen, nicht schon wieder den Generator angreifen oder die Kollegen hier, die Glotz. Einfach nur auf die Base rauf. Ah, das sollte es auch schon gewesen sein, das ist wunderbar. Verschwenden wir gar nicht allzu viel Zeit mit dieser Base. Und dann wollen wir uns mal anschauen, was wir bekommen haben. Wenn wir was bekommen haben. Aber ich bin da eher... Genau, am Zweifeln. Wir haben einen Succubus-Zirkel bekommen. Die Adeptus-Doritas kämpfen immer noch hier oben gegen die Typen. So, und wir wollten uns ja letztens die Succubus bauen. Das haben wir noch nicht geschafft. Jetzt können wir es endlich. Und ich würde sagen... da der gute Tavok meinte in den Kommentaren, dass die Orks so ziemlich der Angstgegner der Dark Elder sind und ich die mir ganz bis zum Schluss aufheben sollte,
werden wir jetzt diese Tau-Base hier angreifen und uns dann langsam zu den Space Marines hocharbeiten, dann hier runter gehen, dann die hier übernehmen, dann die Necrons platt machen und dann die Dark Elder aufmischen. Ach, die normalen Elder. Spaß beiseite, wir greifen die Orks an. Immer ruf da. Es war kein Geheimnis, dass War-Boss Gorguts höchstpersönlich den War im Kaurava-Konflikt anführte. Aber wer waren die Orks, die er anführte? Imperiale Aufzeichnungen belegen, dass diese Orks sich schon immer im Kaurava-System befunden hatten. Seit mindestens einem Jahrtausend. Es schien, dass sie Gorguts als einen lange erwarteten Helden willkommen hießen, als er eintraf. Diese zerlumpten kauravaischen Orks waren manchmal über die vier Planeten des Systems hergefallen. Und manchmal waren sie auch in ihre geheimen Festungen in den Brockenbergen zurückgetrieben worden. Es hatte bislang keinen erfolgreichen Sturm auf diese Festungen gegeben. Und die Orks glaubten, dass es das auch nie geben würde. Doch in der Vergangenheit hatten diese Orks sich beim ersten Anzeichen einer Niederlage immer in großen Zahlen an diesen Ort zurückgezogen. Gorguts betrachtete dieses Verhalten als unorkisch. Er bestand darauf, dass man ein oder zwei Bolterschüsse überstehen müsse, wenn man gewinnen wolle. Und Gorguts lebte nur, um zu gewinnen. Gorguts Strategie bedeutete, dass die Festung nicht unbesiegbar sei, was wiederum nicht bedeutete, dass sie nicht verteidigt wurde. Die Höhle zu erreichen war eine Sache, ihre Verteidigung zu durchdringen war eine ganz andere. Und es geht los mit den Brockenbergen. Siehst du, großer Boss Gorguts? Das ist der stärkste und beste Ork-Festung überhaupt! Ist das so? Hier sind noch nie Menschen reingekommen. Mit dem Brockenbergen um uns rum gibt's nur einen Weg rein. Selbst wenn sie reinkämen, wären da immer noch die Jungs. Ach, und der Bosse, der Panzers. Und da sind da noch die Squigophanten. Und wenn sie da alle schlagen? Dann kommen da Kampfbombers! Dann machen wir sie alle! Unsere Wächter passen Tag und Nacht auf! Nur Orks kommen nah genug ran! Alle anderen werden kaputt gemoscht! Boss! Boss! Der Feind ist in der Lager! Was? In der Lager? Da müssen wir aufhalten, bevor sie zum Todespunkt kommen! Da Trommeln! Schlag da Trommeln! Los! Was ist der Todespunkt? Boah! Schlag da Trommeln! Okay, dann wollen wir mal. Hiss die Flagge! Ich habe schon viele getötet. Es gibt viel Schrecken zu überbringen. Wir leben für die Spannung. So, zerstören Sie das Orkfort, das ist hier hinten. Das wird aber nicht die einzige Missionsziel-Dingsi sein, die wir aufgetragen bekommen. Da gibt es noch weitaus mehr. Das Dark Elder Jet zeigt den Dr. Orks der besten Sinn. Niemals. Na gut. Niemand hat eine sinnliche So, gut, gut. Die Orks machen ja schon wieder ein ganz schönes Gewese hier um uns. Die haben mächtig Angst vor uns. Ist ja auch kein Wunder, wir sind ja die Dark Elder. Die Dark Elder sind ja Experten. Los, los,
So, da kommen sie schon, die Orks. Die machen wir aber klein. Vielleicht sollten wir... Genau, Archon. Hau einfach ab. Heißt der eigentlich Archon oder Archon? Ich glaube Archon. Haut alle ab. So, der erste Angriff ist ja schon abgewehrt worden. Wir ziehen den Trupp mal zusammen und natürlich, unser erster Hellion ist natürlich wieder schon halb tot. Ach ja, ich liebe die Hellions. Sind solche Experten im Überleben. Finde ich meine Mandrax deutlich besser. Ist es zu spät? Erobert diese Position jetzt! Die Mandrax sind auch cool mit ihren geilen Faustklingen oder was auch immer die da haben. Und mit ihren merkwürdigen Gesichtsmasken und ihren Glatzen. Genau, zuckt umher. Okay, zweite Baueinheit haben wir, das ist gut. Noch ein Mandrak-Trupp. Je mehr Mandraks, desto besser, weil Mandraks sind geil. Okay, wir haben zwei Plasma-Generatoren, das sollte erstmal ausreichen, hoffe ich. Wir befestigen erstmal meine Türmchen. Ist, soweit ich weiß, das sinnvollste Moment. Denn, wenn die Ork-Verbände ankommen, müssen wir alle Verteidigungen aufbringen, die wir können. Wenn das ja der Angstgegner hier sein soll. Aber ich denke, wir kriegen die schon einigermaßen platt. Wenn ich mich jetzt natürlich täusche, dann... Dann haben wir ein Problem. Und Tervok hatte recht. Aber wir werden sehen, wie weit das geht. So wie das Ticken hier aussieht, haben wir ja bald 15 Minuten erreicht. Ich weiß nicht. Ich muss mir das überlegen, weil das hört sich ganz schön penetrant an, das Ticken. Das Ding ist so gut wie fertig. Da brauchen wir gleich mal Knarren ran. Und dann machen wir gleich mal mit dem anderen hier unten weiter. Kommen wir da eigentlich auch lang? Ja, da kommen wir sogar lang. Da müssen wir quasi sogar einbauen. So, den versehen wir auch mit Knarren. Mit sogenannten Womans. Ich würde sagen, wir bauen eine Sklavenkammer lieber hier, weil das hier in der Nähe der Gebäude ist. Ich werde es tun. Ja gut, andere Sklaven brauchen wir im Moment nicht. Ach, ich vergesse immer wieder, dass die Dark Elder Einheiten ja was anderes schon machen können. Und wir brauchen natürlich noch Seelensorge. Die können wir da hinstellen. Die tut keinem was. So, Knarren hier. Knarren da. Orks. Werden ganz schön aufgemischt, die Orks. Gefällt mir. Schöner Finishing Move vom Mandrak. So, das Ding steht gleich. Kannst du schon mal anfangen, dann Seelen zu sammeln. Wir rüsten hier auch nochmal Knarren auf. So, dann bauen wir dich zur Foltergrube aus. Und da bimmelt auch mein Dings. Das heißt, wir haben 15 Minuten erreicht. Das hat mich jetzt voll erschreckt. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschaußen.